sitzt du gerade auch vor der W-Seminararbeit und hast keine Ahnung, wie dieses Literaturverzeichnis aussehen soll und wie man das ordentlich hinbekommt, dann schau dir jetzt das Video an und in spätestens 5 Minuten weißt du, wie dein perfektes Literaturverzeichnis aussieht. Klick rein. Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, zeige ich dir jetzt, wie die Sache mit dem Literaturverzeichnis läuft. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1: Kauf dir ein Buch, etwa so wie dieses hier, noch aus meinem Studium in Amerika und auf nur geschätzt 450 Seiten wirst du herausfinden, welche verschiedenen Zitierweisen es gibt und wie du sie richtig einsetzt. Oder vielleicht möchtest du es doch etwas einfacher haben, dann ist ein Literaturverwaltungsprogramm für dich die richtige Antwort. Vermutlich besitzt du schon selbst ein Literaturverwaltungsprogramm, ohne es aber zu wissen. Die Antwort hier ist ganz einfach. Nutze doch einfach dein Textverarbeitungsprogramm. Ich zeige dir am Beispiel von Microsoft Word, wie das Ganze wunderbar einfach und idiotensicher funktioniert. Natürlich kannst du auch eine Software wie Citavi oder eine andere Textverarbeitungssoftware verwenden, aber Word dürften die meisten nichtsdestotrotz auf ihren Rechnern installiert haben. Bevor es allerdings an die Arbeit des Literaturverzeichnisschreibens geht, möchte ich dir nochmal in Erinnerung rufen, wenn du deine Literatur bereits gefunden hast, dann vergiss doch bitte nicht, immer auch diese erste Seite hier mitzukopieren. Auf dieser Seite findest du all die Informationen, die du brauchst, um ein tolles Literaturverzeichnis zu erstellen. Wie du siehst, habe ich hier bereits meine Textverarbeitung geöffnet, nämlich Microsoft Word. Und der erste Schritt führt uns auf diesen Reiter Verweise. Das Bild hier ist so relativ unspektakulär, aber das schlaue Auge findet schon relativ bald den richtigen Reiter Literaturverzeichnis und für uns im Moment noch wichtiger, Quellen verwalten. Mit einem Klick auf Quellen verwalten öffnet sich ein neues Fenster. Wie du sehen kannst, findest du bereits einige Eingaben hier bei mir im Feld. Auf der linken Seite findest du die Masterliste, auf der rechten Seite die aktuelle Liste. Was ist der Unterschied? In der Masterliste befinden sich all die Werke, die du irgendwann schon mal für ein Literaturverzeichnis verbraten hast. Die aktuelle Liste ist diejenige, die für dein Dokument, also für deine aktuelle Arbeit, wichtig ist. Hier habe ich noch einen alten Eintrag, den nehme ich doch glatt wieder raus. Und ja, beginnen wir doch ganz neu. Jetzt öffnet sich hier ein Fenster und es steht Quelle erstellen. Um sicher zu gehen, würde ich hier unten gleich mal ankreuzen, alle Literaturverzeichnisfelder anzeigen und schon findest du mit rotem Sternchen markiert die wichtigen Felder. Hier ganz einfach am Beispiel eines Geschichtsbuches wird aktuell in meinem Kurs verwendet, das Forum Geschichte 11, Bayern, zweite Aufgabe. Ja, und schon geht's eigentlich los. Quellentyp, ja, es dürfte wohl ein Buch sein. Autoren, hier auch wieder der Blick, wie vorhin angedeutet, auf diese Indexseite. Und hier findet sich gleich das Autorenteam. Ja, jetzt siehst du mich erst einmal tippen. So, und jetzt taucht auch diese Literaturangabe hier in meinem Dokument auf. Wie du siehst, habe ich noch ein paar weitere Dokumente. Die möchte ich natürlich auch mit einfügen. Jetzt haben wir im Wesentlichen schon unser Literaturverzeichnis angelegt, aber dennoch gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ich schließe das Dokument und stelle fest,
Ich habe immer noch kein Literaturverzeichnis. Der nächste Schritt führt uns nun auf das Feld Literaturverzeichnis. Und hier lässt sich auf einen Klick ein Literaturverzeichnis generieren. Im Moment entspricht das Literaturverzeichnis dem Format MLA, Modern Language Association, aber je nachdem, welchen Zitierstil dein Lehrer bevorzugt, ist es möglicherweise auch Chicago, ein paar Veränderungen, APA oder Turabian, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Wichtig für dich ist, allerdings an dieser Stelle, denk dran, der Kursleiter oder die Kursleiterin hat immer recht. Wenn dir dein Kursleiter, deine Kursleiterin bestimmte Vorgaben für das Literaturverzeichnis gibt, dann gilt im Zweifelsfall das Wort der Lehrkraft. Denn es hilft dir natürlich nichts, ein perfektes Literaturverzeichnis zu haben, das dein Lehrer trotzdem so nicht sehen möchte. Letztendlich war es das schon. Du hast es geschafft.